Guten Abend in die Runde. Mein Name ist Axel Volker von Terzenka. Die Frage, ob Obama den Friedensnobelpreis verdient hat, lässt sich aus meiner Sicht nur mit einem klaren Ja beantworten. Warum? Hier ist ein Politiker in die politische Landschaft getreten, der aufgrund seiner Abstammung, aufgrund seines Handelns und aufgrund seiner Vision, wie kein anderer im Moment dazu geeignet ist, eins der Welt zu vermitteln und allen Menschen die Hoffnung, dass in Zukunft vieles besser werden kann, die Hoffnung, dass die Kluft zwischen Arm und Reich egalisiert werden kann, die Hoffnung, dass jeder, unabhängig von seiner Abstammung oder von seiner Hautfarbe oder von seiner Religion, in Zukunft imstande sein wird, den Platz in der Gesellschaft zu erringen, den er anstrebt. Obama nun die Fehler seiner Vorgänger anzulasten und ihn zu kritisieren, dass er nicht schon längst in den komplizierten Strukturen der derzeit noch vorherrschenden Krisenherde radikal handelt und Truppen zurückzieht und damit ein Vakuum hinterlassen würde, ist meiner Meinung nach unfair. Man muss ihm die Zeit geben, die Visionen von Frieden, die er der Welt bisher vermittelt hat, und zwar Frieden zwischen den Kulturen, Frieden zwischen den Menschen, Frieden zwischen den Völkern, dass er diese Visionen zukünftig durchsetzen kann. Aus meiner Sicht, wenn man fragt, hat er den Nobelpreis verdient, würde ich sagen, wie kein anderer. Und im Übrigen muss man berücksichtigen, er hat sich nicht beworben, sondern er ist von klugen und sicherlich gesellschaftlich ambitionierten Menschen nominiert worden. Das zum Thema Obama. Ich wünsche noch einen guten Abend. Auf Wiedersehen.